Freunde, das, was sich gerade so in den Wetterkarten abspielt, ist an Hochspannung nicht zu überbieten. Ich bin jetzt selber ein bisschen aufgeregt. Ich dürfte jetzt keinen Kaffee trinken. Dann würde ich so flattern. Und ich habe extra noch so lange gewartet, bis ich wenigstens den 12er-Lauf noch einfangen konnte für die Weihnachtstage. Grüße Sie und grüße euch. Dieses Bild habe ich vor Jahren mal aufgenommen und rangezoomt, wo wir diesen Toastbrot-Schneefall hatten. Und so könnte es im Norden Deutschlands aussehen. Die Chance auf weiße Weihnacht ist im Norden Deutschlands sehr hoch und auch in den Gebieten, wo es normalerweise eigentlich gar nicht schneit. Und in den Gebieten, wo fast immer weiße Weihnachten sind, nämlich in den Alpen, da ist es mild. Gehen wir das Ganze mal chronologisch durch, wie die Modelle anfangen, wieder zurückzurudern. Ich hatte es euch gesagt, abwarten, abwarten. Erst gehen sie in die Richtung kalt, dann in die Richtung mild und irgendwann pendeln sie sich ein. Und dieses Pendeln schauen wir uns mal an. Das ist der sogenannte Nullerlauf, also der von Samstagmorgen mit dem Ensemble für den Norden Deutschlands. Rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Und der grüne ist der Hauptlauf. Der zeigte, hier haben wir Weihnachten, dass es zu Weihnachten nach oben geht und später über dem langjährigen Mittel rumpendelt. Also ein milder Lauf und auch im Vergleich zu anderen Läufen eher auf der milden Seite und unwinterlich. Viele sind dabei, die sind kälter. Und man muss im Norden auch feststellen, die Linie hier ist permanent unterdurchschnittlich. Dann kam allerdings der sogenannte Sechserlauf. Und fupp, geht diese Linie nach oben. Genau zu Weihnachten, da kommt wohl was rein. Ein paar sind zwar weiter unten, aber hier geht es rauf und dann gleich wieder runter und wir bleiben dann unterm langjährigen Mittel und der Hauptlauf zog hier weit nach unten seine Kreise und blieb auf der kalten Seite. Viele Niederschlagssignale dabei. Diese Niederschlagssignale bilden sich vom Hauptlauf auch hier ab und wären schneereich. Gehen wir in den Süden Deutschlands und achten auf den Unterschied zwischen der weißen und der roten Linie, der im Süden genau umgekehrt ist. Hier ist es zu mild, Niederschläge gehen auch zu Weihnachten los. Der Hauptlauf weit abgeschlagen im oberen Bereich, hat nichts mit Winter zu tun, ständig sogenannt tief vorderseitig und eben mild. Jetzt kam der Sechserlauf. Der hat das Ganze mal umgedreht und nach unten ausbüchsen lassen. Ebenfalls viele Niederschläge zu Weihnachten unwinterlich, außer ein Lauf, der würde auch hier Schnee bringen. Da sieht man aber mal, was das für eine Grenze ist. Im Norden Deutschlands sind wir unterdurchschnittlich, deutlich unterdurchschnittlich. Im Süden Deutschlands sind wir deutlich überdurchschnittlich. Und da liegt ja der Rest Deutschlands dazwischen. Und da passiert eben was. Gehen wir mal kurz auf die Schneehöhen ein vom sogenannten Nullerlauf. Da hätte es in den Mittelgebirgen und im Nordosten an Heiligabend ein bisschen Schnee. Aufgrund der milden Witterung würde der Schnee bis zum zweiten Weihnachtstag wegschmilzen. Schicht im Schacht. Nach dem amerikanischen GFS-Modell von heute früh. Das europäische EZMWF-Modell. Halt! Wir haben noch den 3. Januar. Den möchte ich euch noch vorstellen vom sogenannten Nullerlauf. Der würde dann im Norden Deutschlands ein bisschen Schnee bringen, aber der wäre ziemlich unspektakulär. So, jetzt kommen wir zum europäischen EZMWF-Modell. Im Südosten zu Heiligabend eine Schneedecke, im Nordosten auch eine leichte Schneedecke, die am ersten Weihnachtstag bis zu den Niederlanden ginge. Und dann hätten wir hier definitiv weiße Weihnachten im Norden Deutschlands. Und nochmal einen Tag später, am zweiten Weihnachtstag, würde es hier so richtig zugleistern. Da wäre tiefster Winter, im Süden würde nichts passieren. Ein paar Tage später, am letzten Tag des Vorhersagezeitraums, am 28. Dezember, verbreitet im Norden Deutschlands bis in die Niederlande eine mächtige Schneedecke mitten in den Weihnachtsferien. Da zeigt sich also auch die Luftmassengrenze. Jetzt kam nur der interessante Sechserlauf vom amerikanischen GFS-Modell. Schneedecke im Bereich der Mittelgebirge, im Norden noch nichts an Heiligabend. Erster Weihnachtstag von Schleswig-Holstein bis Mecklenburg-Vorpommern eine wachsende, in der Mitte eine schmilzende Schneedecke und am zweiten Weihnachtstag eine richtig mächtige Schneedecke, ähnlich wie beim europäischen EZMWF-Modell, im Norden Deutschlands bis in die Niederlande und an die Küste ran, oftmals mit über 15 cm Schnee. Das heißt, da ist richtig Musik drin mit richtig Schneefall. Jetzt nehmen wir nochmal den 3. Januar mit rein. Da gehe ich fast aus dem Bild, schaut euch das mal an. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass, was da eine Schneedecke liegen würde? Der Süden Deutschlands, der hätte nur 5 bis 25 cm Schnee im Flachland. Das ist ja auch schon viel. Aber schaut euch mal die Mitte und den Nordosten an. Teilweise ein halber Meter Schnee, der hier simuliert wird im Flachland.
Es ist, muss man dazu sagen, einer der kälteren Läufe gewesen. Es soll euch nur mal zeigen, was für ein Potenzial in dieser Wetterlage steckt. Und warum habe ich jetzt so lange gewartet? Weil ja der Zwölfer noch kam. Hier wieder Heiligabend mit einer leichten Schneedecke in den Mittelgebirgen im äußersten Nordosten ein bisschen was. Achtung, erster Weihnachtstag, krass! Da bildet sich dann von der Lausitz rüber bis ins Emsland eine Schneedecke. Und zwar wie aus dem Nichts kommen da 10 bis fast 20 cm Schnee zusammen am ersten Weihnachtstag. Und der zweite Weihnachtstag bringt eine mächtige Schneedecke von zum Teil 30 cm Schnee in weiten Teilen von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin-Brandenburg. Das ist diese messerscharfe Luftmassengrenze, die sich hier aufbaut. Und die anderen Schneehöhen wollte ich jetzt nicht mehr abwarten, sonst hätte ich das Video nie machen können. Aber die Wetterlage, ich habe da jetzt auch keine Druckgebilde eingezeichnet. Wir gehen das kurz durch. Wir haben hier Deutschland, die Schweiz, Österreich, Italien, Benelux-Länder. Skandinavien mit der hochreichenden Kaltluft in 5,5 Kilometer Höhe. Hier über Grönland, Island das Tief hoch. Dieses Tief hier auf dem Atlantik und dieses kleine Tief hier über den Benelux-Ländern, das versalzt uns die Suppe, bringt mit einer südlichen Strömung hier alles zum Stillstand. Die Kälte drückt dagegen und es entsteht die Luftmassengrenze. An dieser Luftmassengrenze schneit und regnet es ohne Ende. Das ist die Lage zu Heiligabend. Zwei Tage später kommt dieses ganze System weiter nach Süden voran. Ganz kurz nochmal zurück. Dieses Tief und dieses Tief, achtet mal darauf. Das Tief zieht dann eben nach Nordosten ab. Dieses Tief rückt nach, ist nur nicht mehr so stark, hält aber noch dem Druck aus Norden stand. So haben wir am zweiten Weihnachtstag hier die Luftmassengrenze, die weiter nach Süden vorankommt und läge am 28. Dezember eben über den Mittelgebirgen. Hier würde es also weiter schneien. Dieses ganze Schneefallgebiet aus dem Norden Deutschlands würde in Zeitlupentempo nach Süden wandern und hier schneien, schneien, schneien. Und während ich jetzt runtermarschiert bin in mein kleines Studio, habe ich dann noch mal ganz kurz nachgeguckt. Diese Luftmassengrenze zog sich dann weiter Richtung Alpen und würde überall den Winter einkehren lassen, dann zwischen den Jahren. Das ist unfassbar spannend, was da passiert. Nee, eine weitere Karte ist nicht dabei. Wir sehen uns morgen früh wieder. Vielleicht sogar ohne Kaffee, das ist aufregend genug. Jetzt musste ich mich doch nochmal einschalten. Das ist jetzt die Karte für die Silvester- bzw. Neujahrsnacht. Der weiße Pfeil zeigt hier Richtung Mitteleuropa. Ihr erkennt hier Deutschland. Der Nordosten hat kalte Luft, der Südwesten etwas mildere Luft und zwar in 5,5 Kilometer Höhe. Da wären wir unter absoluter Winterdecke. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Und ein bisschen Luftmassengrenze wäre das noch. Und in 1500 Meter Höhe lägen die Temperaturen im Südwesten der Schweiz bei minus 5 Grad, im Nordosten Deutschlands bei unter minus 15 Grad. Also Kälte, Dauerfrost und eine Schneedecke. Und jetzt nochmal Trommelwirbel, schaut euch mal diese Schneedecke an, die dann momentan berechnet liegen würde in der Neujahrsnacht. Im Norden Deutschlands verbreitet eine mächtige Schneedecke von bis zu einem Viertelmeter Schnee. Dazwischen eine Zone, wo es nicht ganz so schneereich ist. Dann im mittleren Süden wieder ebenfalls eine mächtige Schneedecke. Im Moment ist Rheinland-Pfalz zum Beispiel dran, bis zu 30 cm Schnee. Und das wäre tiefster, tiefster Winter.